Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es den zweiten Teil meiner Beauty-Inventur und heute geht es um Badezusätze, die ich so habe. Im Badezimmer müsste ich noch zwei große Flaschen haben. Ich werde aber nochmal zählen und es euch hier nochmal einblenden, damit wir hier nicht schummeln. Und ja, hier ist jetzt die Kiste mit meinen Produkten, die ich so habe. Also es ist schon einiges weniger geworden, weil da kaufe ich wirklich nicht mehr so viel nach. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein, was sich hier so in meiner Sammlung noch alles befindet. Ja, als erstes starten wir mit einem Lush-Produkt und ich kann es leider nicht mehr lesen. Und ich habe es erst im Dezember gekauft. Müsste aber irgendwie so ein Patchouli-Stern, glaube ich, gewesen sein. Das ist hier so eine Schneeflocke, richtig schön, ganz toll, duftet richtig schön, gefällt mir richtig gut und ich freue mich eigentlich schon drauf, mit der zu baden. Ja, dann lassen wir das hier mal reinzählen. Und zwar ist es hier von Valz 7 eine Duschbombe. Und ich hoffe, die lässt sich besser teilen als die letzten. Ja, ich finde die ganz gut, diese Duschbomben. Und es ist mal was anderes, als in den Bad zu gehen. Weil hier duftet halt dann praktisch die Dusche richtig, richtig schön. Und ja, finde ich ganz toll. Ja, dann habe ich hier zweimal die Knäpp-Badekristalle Spuren im Sand mit Meertau und Vetiva. Und ja, das ist ein ganz schöner Entspannungsduft und ich mag die so gerne. Deswegen habe ich den auch gleich zweimal da. Und ja, mag ich einfach wirklich gerne und freue mich auch schon wieder drauf, mit denen zu baden. Genauso wie Dresden Essenz, perfekter Moment, Pflegebad mit fruchtig warmen Duft. Auch der einfach toll. So ein schöner Duft und ja, generell die Dresden Essenzbäder mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier vier so Kinderbäder. Da habe ich einmal das Schaumbad Mein Einhorn. Das habe ich bis jetzt noch nicht getestet mit Schaumbad mit Erdbeerduft. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber ich denke, den hebe ich mir für den Sommer auf mit Erdbeerduft. Dann habe ich hier einmal die magische Knisterwelt mit Knisterfarben Bratgranulat. Ja, manchmal mag man sowas einfach, ne? So einfach so ein kleiner Gimmick. Und dann habe ich hier einmal vom Bübchen das Kuschelbad, Schaumbad mit pinkem Wasserfärbeeffekt, mit dieser wundersüßen Katze hier oben. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und das hatte ich schon mal, nicht nur einmal, sondern schon mehrmals. Und zwar ist das Schaumbad Wald- und Wiesenfreunde, riesige Schaumberge mit fruchtigem Apfelduft und hautgesunden Mandelprotein. Und das ist ein richtig, richtig tolles Bad. Es duftet wirklich schön nach Apfel. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, dann geht es weiter mit Dresden Essenz. Und da habe ich hier einmal den Landurlaub. Auch eine richtig schöne Design einfach. Ich mag die Dresden Essenz Bäder einfach wirklich gerne. Und das ist auch so ein schöner Duft, den hatte ich auch schon mal letztes Jahr. Und ja, auch hier freue ich mich schon wieder drauf, mit dem zu baden. Bleiben wir bei Dresden Essenz. Glücksgefühl, Pflegebad mit goldenem Osmanthusduft und Zitronengras. Das hatte ich noch nicht getestet. Ich weiß noch nicht, wie Osmanthusduft duftet. Bin ja auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, ihr werdet es in einem aufgebrauchten Video dann sehen. Genau, Kneippbadekristalle, Hashtag Place to be, Lotus und weißer Tee, das ist dieses hier. Dann machen wir weiter und hier habe ich noch einen Winterbad und zwar Dresden Essenz, süße Überraschung, Sprudelbad mit Toffee-Duft und da ist hier dieses süße Marshmallow-Männchen drauf, aber das wird auf jeden Fall für nächsten Winter aufgehoben. Von Dresden Essenz. Anpfiff zur Auszeit habe ich hier noch ein Bad und zwar mit fruchtig frischen Duft. Und das hatte ich auch schon mehrmals und es ist wirklich ein schöner Duft. Auch schön für den Sommer geeignet. Ich bin sowieso ein Mensch, ich bade das ganze Jahr. Sobald ich Lust drauf habe, gehe ich in die Badewanne. Das kann bei 30, 40 Grad sein oder auch im Winter, das ist mir eigentlich egal. Dann habe ich hier noch eine Portion Kuscheln, Mandelöl und Kakaobutter. Hier muss ich sagen, ich bin nicht so der Kakao-Fan. Das habe ich aber geschenkt bekommen und werde auf jeden Fall testen.
Dann wieder Dresden Essenz, Tag am Meer, Pflegebad mit Sommerduft und pflegenden Kokosöl. Auch ein richtig, richtig toller Duft und ja, finde ich super. Also mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ja, dann die Dresden Essenz, Gedankenreise, Pflegebad mit inspirierendem Duft. Den habe ich noch nicht getestet, finde ich aber auch vom Design her richtig schön. Ja, dann habe ich hier noch zwei Tracky Moon Bäder. Einmal Frizzy Prosecco Party, Feierabend Badeschaum mit White, Grape and Peach. Den hatte ich schon mal, finde ich richtig gut. Muss ich nur sagen, Tracky Moon sagt, das sind Schaumbäder. Ja, von Schaum reden wir hier nicht. Und hier habe ich noch einen, den habe ich den schon. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich den schon in der Badewanne hatte oder nicht. Und zwar The Secret Mountain über den Wolken Badeschaum mit Himalayan Honeysuckle. Das ist dieser hier. Dann ist hier noch ein Winterduft übrig geblieben von Kneipp, und zwar das Warm-Up Sternanis und Marone. Den hatte ich auch schon mal und den fand ich richtig gut. Das ist ein schönes, warmes Bad. Schöner, würziger Duft, finde ich auch richtig gut. Ja, dann ein Produkt, was eigentlich ein Peeling ist, und zwar das Cremeöl-Peeling Kamelie und Argan. Ich habe es bis jetzt noch nicht getestet. Ich muss es jetzt unbedingt mal testen. So viele schwärmen davon. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Von Kneipp haben wir hier die Lieblingszeit, Kirschblüte. Und ich hoffe, das kommt auch bald wieder, weil da möchte ich mir auf jeden Fall noch mal eins holen. Das ist noch aus dem letzten Jahr. Und da kann ich mich dran erinnern, fand ich den Duft richtig, richtig gut. Schöner Duft. Und ja, möchte ich auf jeden Fall gerne wieder haben. Ja, dann hatte ich hier in der Shapebox drin die basisches Badesalz Detox Pur. Da hatte ich auch schon eins verwendet. Und ja, die finde ich ganz gut. Und ja, ob sie jetzt Detox wirken oder nicht, sei mal dahingestellt. Sie tun der Haut gut, sie tun generell gut. Sie duften angenehm, frisch. Und ja, finde ich ganz gut. Ja, noch nicht getestet. Leider habe ich hier von Tetesep das Baderitual. Einmal orientalisches Hammam mit Pflegebad und Körperpeeling und einmal das Baderitual indisches Ayurveda mit Pflegebad und Körperöl. Ja, muss ich jetzt demnächst auf jeden Fall mal testen. Ja, freue ich mich schon drauf. Von Balea habe ich hier noch zwei Badesalze. The Warm and Cozy Pflaume und Vanille. Und oh, das ist so ein schöner Duft, Leute. Ich liebe die Kombination von Pflaume und Vanille. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, das in der Badewanne zu verbaden. Ja, hier habe ich auch noch zwei Winterbäder. Die hatte ich auch schon, ich glaube, zwei oder dreimal im Winter aufgebraucht. Und zwar Lichterglanz, Pflegebad mit traumhaft magischem Duft. Ja, schöner Duft, ist richtig schön in der Badewanne, mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, wird aber für nächsten Winter auf jeden Fall aufgehoben. Ah, hier habe ich noch einen Dresden Essenz Winterduft, und zwar mit fruchtig-süßem Duft in diesem Reh drauf. Total süß. Ja, wird auf jeden Fall auch aufgehoben. Von Dresden Essenz habe ich hier noch das Badesalz mit spritzig frischem Duft. Ich lebe meine Träume. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von dem... Nee, den Panda-Bären habe ich, glaube ich, schon aufgebraucht. Genau, den Panda-Bären. Und den fand ich nicht so gut. Da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern, ob ich den schon hatte oder nicht. Dann haben wir einmal auch von Dresden Essenz aus dieser Reihe Ich rieche das Abenteuer mit diesem Erdmännchen drauf. Und das, was ich am besten vom Duft her fand, ist hier das mit dem Lama. Mein Plan, die Zeit verkuscheln. Badesalz mit fluffig süßem Duft. Das ist dieses hier. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt alle meine Badezusätze, die ich noch habe. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich schon fleißig aufgebraucht und wenig bis gar nichts nachgekauft. Und ja, ich schreibe euch hier wieder mal die Zahl rein, wie viele es aktuell sind. Und auch hier möchte ich natürlich meinen Bestand einfach reduzieren. Ich möchte nicht mehr so viel im Vorrat haben. Und ja, ich denke, das Projekt geht ganz gut vorwärts. Ich, wie gesagt, kaufe wenig ein. Und hoffe, es bleibt auch weiterhin so. Also die Versuchungen sind da, aber momentan muss ich ehrlich sagen, ich habe eigentlich genügend und deswegen möchte ich nicht mehr so viel einkaufen. Und ja, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen,
Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!